Ja, liebe paralympische Sportfreunde, ihr seht es hier, ich komme direkt von der Strecke. Vico Merklein, Paralympicsieger in Handbike, hat mich beinahe umgefahren, deswegen konnte ich mich gerade noch hierher retten. Ja, du bist ja auch Audi-Markenbotschafter. Was hast du jetzt gemacht hier in Neustadt, hätte ich beinahe gesagt, Neuburg? Ja, also Audi unterstützt mich ja nicht nur mit dem Fahrzeug, sondern unterstützt mich auch darin, dass ich das Fahrzeug auch beherrschen kann, ne? Dementsprechend komme ich alle 2 Jahre ungefähr hierher, um das Autofahren halt nochmal in Perfektion halt zu lernen, geschweige denn, wenn irgendwelche Situationen kommen, dass man sie dann glimpflich ausbügeln kann. Bist du eher so der gemütliche oder doch eher so der sportive Fahrer? Ich treibe ja Sport, also fahr ich sportlich, immer sportlich. Ja, du hast jetzt Heidelberg-Marathon, zweiten Platz hast du gemacht, oder? Also den Marathon an sich habe ich gewonnen, aber die Marathon-Distanz, also die Weltrekordzeit habe ich leider jetzt verloren. Seit ja, 4 Jahren habe ich sie gehalten und ja, jetzt war einer 200. schneller. Aber es ist ja auch so, dass du eine OP in dir hattest, ne? An der Schulter wurdest du operiert. Was war da los, in Anführungszeichen? Naja, durch diese 10 Jahre, würde ich mal sagen, Dauerüberlastung von dem Leistungssport hat halt die rechte Schulter jetzt mal was weggekriegt gehabt und die Bizepssehne wurde so groß, dass sie halt nicht mehr unter das Dach gepasst hat. Und dementsprechend haben wir das Schulterdach weggefräst, die Bizepssehne wieder geglättet, Kalk aus der Schulter genommen und naja, das war jetzt die 200.000er Inspektion. Jetzt gucken wir, dass wir nochmal 200.000 schaffen, bevor wir den Motor wegschmeißen. Ja, dann hoffen wir, dass du die nächsten 100.000, 200.000 auch noch machst. Wie sieht jetzt das kommende Programm aus bei dir in sportlicher Hinsicht? Naja, erstmal musst du die Leistung wieder ranbringen. Also dementsprechend, ich habe 3 Monate Pause gehabt oder Zwangspause gehabt und die kannst du bei dem Leistungssport nicht irgendwie kompensieren, ne? Und das musste halt dann über einen Monat halt wieder reinfahren. Und jetzt gucken wir mal, dass Ende August die Weltmeisterschaft wieder wenigstens mit einem Podest läuft. Ja, das wäre mir ganz lieb. Und wenn das nicht sein sollte, dann müssen wir die Leistung halt nächsten Jahr dann wieder ranführen. Muss dann halt vielleicht nur 2 oder 3 Wochen Winterpause machen und dann halt gleich wieder loslegen. Und wie hippelig warst du jetzt so während der Verletzungspause? Hat sich da schon gejuckt, irgendwas zu machen? Oder wie geht es so einem Leistungssportler wie dir, wenn er jetzt 3 Monate nichts machen kann? Ja, frag mal meine Freundin. Also das ist, die hat ja keinen Spaß, wenn du dann halt 4 Wochen nichts machst, 6 Wochen nichts machst, dann anfängst, 2,5 Monate nichts zu machen. Und du wirst halt, ich meine, ich bin halt Leistungssportler durch und durch, ne? Und wenn ich halt nicht zum Sport komme, dann werde ich halt ungemütlich, werde drängelig und würde irgendwie irgendwas machen. Und dann sagt er halt, oh, ich bin froh, wenn du wieder im Fahrrad sitzt, ne? Und so ist es halt. Jetzt sitze ich wieder im Fahrrad und alles ist wieder gut. Ja, ich muss sagen, die Freundin steht hinter uns beziehungsweise vor uns. Sie hat jetzt gar nicht böse geguckt, von daher ist alles in Ordnung bei euch, oder? Ja, passt. Super. Sehr schön. Wir danken dir für deine Zeit. Weiterhin viel Glück und allem, was du machst. Bleib erfolgreich und wir sehen uns. Danke dir, Mikko.